Hallo NS-Freunde und NS-Freundinnen, es ist Sonntag, 9 Uhr in der Früh und ich spiele Metal Storm am NES. Zusammen mit euch zum ersten Mal Metal Storm am NES. Mal schauen, wie das so ist. Ja, hüpfen wir gleich mal rein. Hüpfen wir einfach mal rein. Stage 1. Was gibt's zu Metal Storm zu sagen? Keine Ahnung. Nicht viel, weil ich habe nicht allzu viel durchgelesen. Ich weiß nur, dass es wohl eine Neuauflage von Limited Run gegeben hat, von 2019. Warum auch immer. Aber wenn man eine Neuauflage macht, nach so langer Zeit, muss es wohl ein gutes Spiel sein, oder? Von einem richtig schlechten Spiel würde man das doch nicht machen. Nein, ich glaube nicht. Also, hohe Erwartungen hier an Metal Storm. Ich bin gespannt. Okay, man geht links, rechts. Ich kann rauf, runter schießen. Okay. Scheint eine ganz gute Steuerung sein. Quer kann ich nicht schießen. Okidoki. Es gibt eine Punkteanzeige rechts oben. Schaut jetzt Pause. Select macht nichts anscheinend. Oder noch nicht. Ich kann hier meinen Dauerfeuer-Button verwenden. Was macht er, wenn er bei mir ist? Sterben. Okay. Bin gespannt, wie schwer es ist. Level Design ist eigentlich ganz nice. Ah, ich kann da durchschießen. Okay. Ein Treffer und das ist weg. Leute, 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 schaut euch das an. Parallax Scrolling am NES. Zwar nur so ein kleines Stückchen, aber trotzdem. Das richtig coole Sache. Sieht man selten. Sieht man selten am NES. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich habe dann einen richtig harten Klassiker erwischt. Einen harten Klassiker. Meine Steuerung ist auch sau präzise. Und hier schon wieder Parallax Scrolling. Da kommt man sich ja vor wie am Super Nintendo hier. Gehüpft, okay. Ja, ich muss noch ein bisschen ausloten, die Hitboxen. Okay, jetzt kann ich schneller vorgehen. Geduckt statt weggehen. Okay. Muss man aufpassen. Habe ich eigentlich unendlich Leben? Keinen Plan. Dauerfeuer, ohne dass ich es eingestellt habe. Also Dauerfeuer, das Verhalten ist automatisch Dauerfeuer. Sehr sympathisch. Lasst noch mal ein bisschen mehr Action aufkommen. Der Sound im Hintergrund ist jetzt, widerspiegelt jetzt nicht die Action, die eigentlich am Screen abgeht. Kann ich darauf gehen? Ja, aber bringt nichts, oder? Ist ein Geheimgang oder was? Geheimgänger oder so gibt es da ja nicht. Aber respawnen Gegner, schauen wir mal, machen wir einen kurzen Check, ob Gegner respawnen. Nein! Oh ja, tun sie. Ah ja, okay. Ich wollte schon Begeisterungsströmen ausbrechen, aber nein, Gegner respawnen. Okay, das wird ein langer Weiterhüpfer. Geschafft, okay, war kein Problem. Aha, was ist das? Ein neuer Gegner. Ich troll. Ich habe nicht Trottel gesagt, ich habe Troll gesagt. Ja, ihr habt schon richtig verstanden. Gut, nochmal, continue, come on. Jetzt habe ich mir erst warm gespielt. Es ist in der Früh. Meine Kids haben mich super früh aufgeweckt, um 7 Uhr, weil sie Minecraft spielen wollten. ja, jetzt bin ich dran mit Socken. Sonntag um 7 Uhr in der Früh aufstehen, freiwillig. Tja. Das wird sich auch noch ändern. Platt machen, rauf, 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 rüber, Weitersprung. Komm an. Weggebrezelt. Okay, da brauche ich jetzt gutes Timing. Und das habe ich auch. Fehlt Spiel oder was? Nein, oder? Ja. Nur Abschnitt. Da gehe ich lieber ein Stück zurück. Schießen, hüpfen. Ah, daneben schießen. Weg damit. Komme ich an. Okay. Aber wie komme ich da jetzt runter? Kann ich runterhüpfen auch?
da runter. Hä? Ich kann an der Wand rennen? Oh, okay. Das habe ich noch nicht gewusst bisher. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das geht. Aber das geht nur auf diesen Wänden, oder? Das geht nicht überall. Also hier geht das nicht. Oh ja, das geht hier auch. Ah, das macht das Ganze nochmal cooler. Oh. Na gut, dass ich das noch rausgefunden habe. Nach 5 Minuten. Immerhin. Komm an. Geh weg. Na. Blödes Timing. Ah, dann kann ich das so machen. Ah, ja. Das ist ja schon cool. Uah, uah. Nein. Ah, das war gameplaymäßig richtig fein hier. Okay, wie mache ich den da? Einfach drunter gehen, oder? Richtigen Moment abwarten, drunter und wegbrechen. Genau. Da kann ich mich jetzt da so rüber und komme auch so raus. Coole Sache. Richtig cool, Metal Storm. Wieso kenne ich das nicht? Schlimm. Schlimm mit mir, dass ich solche Sachen nicht kenne, oder? Okay, wie geht's jetzt weiter? Oh, okay, der ist ein bisschen stärker. Kann er nicht einfach sterben gehen? Ja, kann er. Die Antwort ist ja, kann er. Er kann sterben gehen. Und respawn auch nicht zum Glück. Was krieg ich da? Schönes. Ein T. Besseren Schuss. Aha, der wechselt automatisch Seite der Gegner. Okay. Red Alert! Roter Alarm. Captain Picard, bitte auf die Brücke. Okay. Aha. Komm schon, zeig dich. Wow, okay, das ist anspruchsvoll. Nein! Na, wieso? Ich blödel. Okay, wo ist er? Ja! Aufheizen! Da ist er! Und jetzt? Ah, okay. Dann muss ich echt auf viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ich habe mich zum Glück hier abgespeichert. Komm. Geh weg. Mach das nochmal hier. Red Alert! Mach verpasst. Nein, ich blödi. Ich schaff ihn, aber ich weiß, ich kann ihn schaffen. Wo kommt er? Ah, die Duckstadt. Ich weiß, zu gehen. Ja, naja, war ja easy job. War fair vom Schwierigkeitsgrad her. Ich habe mich jetzt nicht sonderlich geschickt angestellt und habe es trotzdem geschafft. Also. Ungewöhnlich für ein NES-Game. Ungewöhnlich gut spielbar. Da gibt es auch ein Passwort-System. Das könnt ihr verwenden, Leute. Ihr könnt mit meinem Passwort hier gleich weiterspielen. Schön für euch. So, da weiter geht's. Ja. Okay, der Schuss, wenn ich nach oben schieße, kommt von unten wieder. Und nach links, rechts. Interessante Mechanik hier. Aha, das ist ein Level, das scrollt hier anscheinend. Weiter. Muss ich jetzt nach rechts, nach oben? Man weiß es nicht so genau, wo man hin muss. Ist das eine Falle? Die Antwort ist ja. Bam, Game Over. Vielleicht muss ich mich da mal abspeichern.
Gebrezelt. Da möchte ich jetzt einfach zweimal hüpfen, damit ich dazu komme. Hüpf. Aha. Okay. Warte, keine Ahnung, wie ich da hingekommen wäre. Ich kann jedenfalls nicht wegbrezeln. Aha. Das bringt es aber auch irgendwie nicht, dass ich. Kann ich da oben weitergehen? Ja, es geht. Oben weitergehen. Schaut irgendwie auch gefährlich aus. Ist es aber nicht, okay. Da muss ich jetzt runter. Mit der Mechanik, Wahnsinn, das dachte man total. Warum hat das später jemals wieder wer aufgegriffen, diese Art von Game? Wäre mir jetzt nicht bekannt. Das war falsch gedrückt. Blöd. Blöd. Gut, nochmal. Weggebrezelt. Machen wir einen anderen Weg versuchen. Nach unten weitergehen. Lässig. Das Gefühl, es wiederholt sich irgendwie. Ob man rauf oder runter geht, ist wurscht. Nur so ein Verdacht. Okay, jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Alter, muss ich wieder da runter, ja. Also rauf, dann den hier machen. Ah, das war ich zu lang. Habe ich abgespeichert, ich war schlau. Hat man hier abgespeichert. Na, man muss echt gutes Timing haben. Okay. Kann man so auch lösen. Okay, da komme ich nicht durch. Aber. Nein, da komme ich auch nicht durch. Das geht so nicht. Gut. Ich da runter. Wie komme ich da weiter? Wieso der schießt? Der kann schießen, der Junge. Ah, falscher Safe Point. Hüpf, hüpf, hüpf. Jetzt bin ich hier oben und da darf ich nicht hüpfen. Ah, da kann ich wechseln. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ah. Richtig schwer. Aber auch richtig schön gemacht. Dann muss ich darauf hüpfen. Hüpfen, 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 hüpfen. Boah. Sauhart. Super. Taugt mir total. Ja, also. Wow, also. Ist auf jeden Fall eins der besten Super Nintendo Games hier. Super Nintendo, sage ich schon, NES Games natürlich. Wahnsinn. Also das wird fast das NES, wird echt fast das Super Nintendo Game durchgehen. Okay, das sind lauter Haken. Ah. Ah ja. Hä? Ah! Das ist ja auch eine coole Idee. Ihr seht schon, meine Begeisterung ist kaum noch auszuhalten. Wow! Da haben sie sich noch richtig coole Rätsel einfallen lassen. Hätte mich fast weggebrezelt, der Junge. Ich spiele schon wieder 14 Minuten, aber es ist so cool, Leute. Es ist so cool. Ich muss noch ein bisschen weiter zocken. Ich sage ja immer, jedes NES geht mindestens 10 Minuten. Und wenn es cool ist, mei, was soll's? Ich zocke einfach länger. Muss ich ja keiner anschauen. Ich mache es eigentlich hauptsächlich für mich und freue mich, wenn jemand so. Nein, na, wieso? Ja, gut, kurz geweint, geht schon wieder. Ja, ich mache es hauptsächlich für mich und freue mich, wenn der zuschaut, sage ich immer. Wie komme ich da jetzt weiter? Okay. Da wäre ein extra Leben gewesen. Egal.
Hüpfen und dann runterdrücken. Man darf es nicht zu früh machen, sonst kommt das Ding runter. Das Ding kommt erst dann runter, wenn ich die Seite wechsle. Okay. Mit dem Wissen. So. Und jetzt runter. Rauf. Aha. Ah! So ganz kurz haben wir gedacht, schießen und dann war ich so. Super kurzer Moment, über den man nachdenken, dass es schon zu spät ist, wenn man nachgedacht hat. Finde ich gut. Ja, Versagen macht auch manchmal Spaß. Mal schauen, ob ich das Level noch schaffe. Jetzt runter, dass wir wegbrechen. Gut gemacht. Wieso respawnt der nicht? Ah, ich hasse respawnen der Gegner. Wirklich. Grr. Warte. Na ja, da ist schon klar, warum sie das gemacht haben. Der Speicher war einfach zu gering. Um da jeden Gegner zu speichern, ob der Gegner noch da ist oder nicht. Aber es nervt halt, es nervt. Hätten wir das nicht irgendwie lösen können, dass das nicht passiert, ohne viel Speicher zu verbrauchen? Wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, ich werde jetzt nicht auf den Gedanken kommen, wie man das hätte machen können, weil dann sind sicher schon andere Leute im Kopf drüber zu brauchen. Ziemlich sicher. Weil das hat mit Sicherheit nicht Spaß gemacht. Diese Response. Aha, so? Aha. Ah, Dreck. Wie geht das? Ja. Und jetzt? Dadurch, darüber. Und ich habe das Gefühl, nach oben ist besser. Uah. Was auch immer diese Bombe ist, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Weggebrezelt. Gut. Ah! Uah, ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Alarmstufe rot. Oh, ich bin tot. Habe ich mich damit abgespeichert? Drauf brezeln. Damit das weg ist. Wieso? Wird doch auch einfach funktionieren. Ah. Aha. So einfach. Jetzt schießt er. Immer warten, bis er schießt und dann hat er wieder eine lange Pause, oder? Ich glaube, das ist eine gute Strategie. Fast! Lassen schießen, hüpfen, schießen lassen. So, schießt, komm an. Cool. Cool.
Ja, gut. Warten, bis er schießt. Oh, wegbrechen. Oh. Ah, wieso? Ah. Grrr. Pech. Pech gehabt irgendwie. Fag? Ich glaube, du besiege ich ihn wahrscheinlich nie. Ja, ist halt übel aus dem Zeug. Ah. Vielleicht nach unten? Was möchte ich noch machen? Ich glaube nicht, dass man nicht richtig schaffen kann. Also die schießen random. Ich glaube, dass sie random schießen. Ich glaube nicht, dass es ein Muster gibt. Nur, dass wenn sie schießen, wird nicht gleich wieder schießen. Also das glaube ich nicht. Kann auch Bullshit sein. Ah! Okay. Wenn der hüpft, also wenn der schießt, muss ich gleich zum nächsten Wasser. Einfach ganz genau darauf achten, was der macht. Ja. Und? Ah, wieso hüpfig? Wieso hüpfig? Na. No. Geht noch. Schaff ich. Manchmal fragt man sich, wieso tun die Finger das? Wieso tun sie das? Wegbrettern, komm schon. Okay, warten bis der schießt. Schießt schon. Komm. Weg ist es. Drück eh! Ein bisschen einen schlechten Schwächepunkt habe ich erwischt. Ah, okay. Hier wegbrettern. Ja, ist wirklich immer die gleiche Reihenfolge. Ich glaube, es ist immer die gleiche Reihenfolge. Na komm, schieß dann. Mach es. So. Nicht zeigen mal. Speichern. So. Schießen die gleichzeitig. Aha. Oh, Fack geht. Fack geht. Fack geht gut. Ah. Heißt jetzt schwieriger, wenn's. Ah. Zu hoch gehüpft. Komm schon. Yeah. Blatt gemacht. Aber das heißt, ich gehe jetzt eigentlich noch das andere Level. Ich könnte mir das nächste Level noch anschauen. Mache ich doch gleich. Metal Storm, Leute. Zieht euch das rein. Richtig gutes Game. Richtig gutes Game, das freut mich. Hier mein Passwort, Leute. Ich will weiter, wenn ich nicht mehr spielen. Schreibt euch das auf und spielt von hier weiter. Und dann könnt ihr es mir in die Kommentare hauen. Falls irgendjemand dieses Passwort nützt. Also rein in die Kommentare damit. Schreibt rein, ich habe das Passwort genutzt und das durchgespielt oder whatever. Aha. Parallax Scrolling wieder. Aber warum scrollt ich unten nach oben? Das verstehe ich nicht ganz. Wieso tut es das? Ja, ich weiß. Macht nicht, wie weit sie es können, aber irgendwie ist es trotzdem ungewöhnlich. Ah, das ist eine Autorennbahn da. Ja, ich finde, die Story habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. So genau, es hat die Story vom Game ist in den Laser zurückgespielt. Und jetzt müssen wir das Universum retten. Die Galaxie. Irgendwas in der Hand.
Scheiße. Ah, besser ein Schuss, anderen Schuss. Das ist jetzt mal dahingestellt. Schubschild. Schubschild ist gut. Also ich glaube, das ist ein Schubschild, ich weiß es nicht. Wieso? Wie habe ich denn das gemacht? Ich wollte schon längst Schluss machen. Längst wollte ich schon Schluss machen. 25 Minuten, aber das Spiel ist richtig gut. Richtig gut. Das war ich extrem. Also, eins der Top-Games am Ende ist. Metal Storm. Wahnsinn. Das muss ja damals der Oberhit gewesen sein. Okay. Wo geht's da jetzt hin? Das ist jetzt der zweite Abschnitt. Ja, ich habe immer das Gefühl, es gibt immer zwei Abschnitte. Wow. Das ist jetzt vom Schwierigkeitsgrad nicht echt machbar. Aha, was ist da los? Was ist das? Was macht das Ding? Das schießt permanent? Soll ich da durchkommen? Aha. Nicht unten bin ich jetzt nicht. Gibt keinen Sinn. Bam! Zerlegt. Gut, ich mache jetzt Schluss, obwohl es ein richtig, richtig geiles Game ist, aber 26 Minuten statt 10 Minuten sind mehr als ausreichend. Ich schalte mal noch zurück auf den Startbildschirm. Der schaut eigentlich ganz... wird dem Spiel nicht gerecht, der Startbildschirm. Der ist eigentlich mies. Das Cover ist ganz cool, aber Startbildschirm ist mies. Und ja, was haben wir hier noch? Copyright 1990 ist so Mitte NES-Area eigentlich. Mitte Ende, ja. Fans geben, Leute, Applaus für Metal Storm. Richtig, richtig gut gemacht. Wenn ihr mehr sehen wollt, mehr NES-Games sehen wollt, dann schaut mal bei mir im Kanal vorbei. Hinterlässt ein Abo, gebt mir einen Daumen hoch auf dem Video, dann freue ich mich. Und am meisten freue ich mich über Kommentare. Also, wenn ihr was Gute tun wollt oder eine Freude machen wollt, dann haut einen Kommentar raus. Bis bald. Ciao, ciao.